So, meine lieben Freunde, eben waren wir bei Wolfenstein drin. Sollte man im Hintergrund eigentlich sehen können, hoffe ich. Ja, diesmal nicht die Präsentation. Nein, wir durften es auch anspielen. Eine kleine Demo. Ja, was Wolfenstein angeht, an sich geil. Was von den Waffen her und von allem drum und dran. Was mich jetzt gestört hat, ist, die Levelbeschreibung, Missionsbeschreibung war gleich null vorhanden. Das heißt, man ist da irgendwie reingeschickt worden, dann hat die Sprachfrau übers Headset irgendwas gesagt, von wegen, bestes Beispiel, man ist an einem Fahrschulschacht. Dann heißt, ja, geh aufs Gegengewicht. Ich bin fünfmal gestorben, bis mir einer erklärt hat, wo das Gegengewicht ist. Und auch, also es war sehr, sehr, muss man schon sagen, das Spiel an sich ist ganz geil. Aber was das angeht, hoffe ich mal, dass es nur in der Demo so war. Ansonsten ist nämlich die Levelbeschreibung, also die Missionsbeschreibung beschissen. Man bekommt gar keine Info, was man machen soll oder was nicht. Einfach nur in den Raum gestellt und dann heißt, ja, guck mal, wie du da jetzt weiterkommst, so in die Richtung. Ansonsten, wie gesagt, Grafik ganz nett. Von den Gore-Effekten her, was Körperteile abdrehen und so angeht, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so in Deutschland rauskommen wird. Vielleicht geschnitten wahrscheinlich. Was an einigen Stellen doch erst recht heftig war. Also für USK-Verhältnisse. Ja, ansonsten, ich glaube, wir gehen jetzt noch zu Elder Scrolls Online. Und von Wolfenstein war es erstmal bis jetzt. Ciao.